Stopp! Moin! Ich hatte vor ungefähr 2 Stunden schon mal ein Video aufgenommen gehabt, wo ich euch ja die Geschichte erzählt habe, was ich vorhabe, weswegen und warum und bla und blub ich doch ganz gerne 1000 Follower haben wollen würde auf YouTube. Habe bis jetzt 23 bekommen. Es ist nicht die Welt, es ist nicht viel. Ich stehe noch am Anfang. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich darüber. Möchte mich auch bedanken, dass es bis jetzt 23 sind. Finde ich voll toll, dass ihr das einfach macht, auch wenn ihr nichts davon habt im ersten Moment, ja, sondern eigentlich nur ich. Deswegen, ja, vielen lieben Dank. Und für die, die die Videos heute Morgen noch nicht gesehen haben, oder das eine Video vielmehr, schaut gerne bei mir nach. Das ist noch drin oder noch online. Und wenn ihr mich tatsächlich auch unterstützen wollt, dann folgt mir doch bitte auf YouTube. Es tut euch nicht weh. Ich würde mich drüber freuen. Ob ihr letztendlich meinen Content oder das, was ich vorhabe, feiert oder nicht, das liegt ja ganz bei euch. Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Ja. Dennoch bin ich euch dankbar, dass ihr mich halt eben dahingehend unterstützt habt oder auch unterstützt, was ich erstmal toll finde. Und für die, die das Video noch nicht gesehen haben und zu faul sind, nachzugucken, so wie ich auch öfter. Und zwar habe ich vor, mir einen Creator-Code von Fortnite bzw. von Epic Games zu erhaschen. Unter anderem ist aber auch eine Bedingung, dass ich auf YouTube oder auf Twitter oder auch auf so einer russischen Seite 1000 Follower brauche. Also ne, ein von diesen Seiten. So, und YouTube habe ich mich für entschieden. Ich könnte es zwar auch kaufen, die Follower, das will ich aber nicht. Habe ich keinen Bock da drauf, irgendwie, keine Ahnung, 99% bot-generierte Follower zu haben und vielleicht 1% aus Bangladesch oder sowas. Das will ich nicht. Da habe ich auch keinen Bock da drauf. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir tatsächlich da lasst. Ganz einfach, mit diesem Code kann ich in Fortnite Maps erstellen. Oder auch den benutzerdefinierten Schlüssel haben, wo ich halt eben Maps öffnen kann, reinkommen kann und Turniere starten kann. Und es sollen keine Turniere starten, wo die besten Spieler der Welt, Deutschland, regional, keine Ahnung, gewinnen sollen, sondern wirklich jeder. Also auch wenn man überhaupt nichts kann, so wie ich auch. Ich bin auch ein einfacher Bot. Ich spiele erst seit 5 Monaten Fortnite. Ich sterbe teilweise an Bots. Ich glaube, die Fortnite-Spielen werden jetzt lachen. Es ist einfach so. Ich habe von dem Spiel, ich krieg's einfach nicht geschissen, das einfach vom Handling so hinzubekommen, dass ich denn dann wirklich auch öfter mal einen epischen hole oder sowas. Naja, letztendlich möchte ich Turniere starten, damit auch, ich sag mal, Daddy Kevin, 45 Jahre, 2 Kinder, Vollzeitjob, auch damit machen kann, auch wenn er nicht ein großes Spielverständnis hat, sondern einfach das Just for Fun spielt, aber eben die Möglichkeit hat, da mitzumachen, zu gewinnen. Und es gibt zu Anfang, klar, logisch, erstmal kleine Preise, um dann halt eben je nach Monetarisierung und halt eben, was dabei rumkommt, halt eben größere, ne? Größere Preise, sodass dann auch mehrere Leute mitmachen können und dass es dann nicht nur meinetwegen die ersten 3 Plätze was haben, sondern auch mehrere Leute davon. Ja, wenn ihr Bock habt, lasst ein Follow da, würde mich freuen. Wenn nicht, bedanke ich mich, dass ich euch kostbare Zeit geklaut habe und wünsche euch aber noch einen schönen Tag und vielen Dank. Ciao!